Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, dann werde ich mal noch probieren, mein Craft Update, Quatsch, mein Watch Me Craft, zu dem Craft Update so rum. Oh, nee, Satz weg. Naja, nicht so schlimm, hier darzulegen. Und zwar hatte mir ja der liebe Eugen seine ATCs zum Thema Lieblingsstempel, Lieblingsstanze zukommen lassen. Und da möchte ich natürlich auch eine Seite in meinem Album gestalten und habe mir ein Blatt aus dem Mix and. Ne, Mix and Match ist es gar nicht, sondern von dem Designpad Floral vom Action rausgesucht. Und. Das Ganze wie immer schon mal festgeklebt. Oh, warum? Warum flüchten hier ATCs? Naja, werde ich dann wieder einräumen. Flüchtige ATCs gesehen. So, ja, das soll mein Hintergrund werden. Und den habe ich natürlich auch schon wie üblich gebrusht, weil ich irgendwie, ja, wie ihr es ja wisst, mittlerweile einen Hang dazu entwickelt habe, diese Rahmen zu gestalten. Und zwar habe ich wieder mein unaussprechliches, also für mich unaussprechliches oder nicht wissentlich, wie man es richtig ausspricht, Wilted Violet genommen. Ach, du Himmel Heiland, es geht schon wieder los. Und habe mir seine ATCs hier zurechtgelegt. Und zwar hätte ich die gern. So. Und so. Und natürlich meine auch dazu. Und die hätte ich gern so und so. Also so. So. So hätte ich das jetzt gern. Na. Ach, hast du Hunde auch überall. Yay. So. Ja. Ja, die werde ich wie üblich mit der Klebemaus fixieren. Das mache ich wieder ohne euch. Ach gut, ja, wie gesagt, das ist ja dann immer kein Watch Me Craft. Das mein möchte gern Watch Me Craft, aber da stelle ich mich ja dann doch immer ein bisschen an. Wie so ein kleines unwissendes ja, da war die Kamera irgendwie aus. Auf jeden Fall werde ich das jetzt hier mit meiner Klebemaus festkleben und wir sehen uns gleich wieder. So, da kleben sie fest, die guten Teilchen. Und ich habe mich abermals, wie soll es auch anders sein, für Glitzersteine entschieden. Und zwar für die dunklen Blumen. Und die werde ich jetzt nach und nach hier anbringen. Beziehungsweise mit Kleber versehen, dort wo keiner mehr ist, weil es nämlich hier auf der Folie klebt. Und ach naja, ist ja auch völlig bums, ob nur mit Leim oder nicht. Ich denke mal, vier Stück werde ich hier anbringen. Sieht ein bisschen sehr symmetrisch diesmal aus, aber das ist nicht so schlimm. Das kann ja auch mal sein, dass man mal ein bisschen was symmetrisch anbringt. Ist also eher wild bei mir. Ein bisschen mehr bei der schweren großen Blume. Oh, die sind vom Action. Aber das wisst ihr ja bestimmt. Ihr kennt mich ja nur schon langsam. Ein bisschen so. Ich überhaupt noch ein Bild war ein bisschen noch. Ja, ich muss das mal ein bisschen ranziehen, weil sonst sehe ich ja nichts und rammel bestimmt sonst wieder mit meiner Pressbirne. Gegen die Kamera oder beziehungsweise ich filme ja mit dem Handy, aber ist ja in dem Moment eine Kamera. Wunder, welch Wunder. Wer soll es kaum glauben? Ja, wir wollen es kaum glauben. So, jetzt sieht das so aus. Und ich denke mal, ich werde mich wieder
darauf beschränken, Glitzersteine drumherum zu legen. Ich werde mir aber vielleicht eine andere Farbe aussuchen. Ich muss bloß mal rauswühlen. Moment. Moment, das Hemd klemmt. Ich denke mal, vielleicht wäre ich zur Aufhellung diese nehmen. Und so habe ich jetzt meine Pinsel wieder verschmissen. Ach, ist das schön. Ich sollte nicht aufräumen. Ich sollte vielleicht alles liegen lassen, wo es liegt, damit ich es dann einfach wieder greifen kann. Also ein bisschen sehr unauffällig, ja. Na, das wird wohl dann nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Das ist mir zu unauffällig. Doch lila. Na. So unscheinbar aus. Obwohl, es geht eigentlich. Naja, da verteilen wir eben locker flockig ein paar lila Steinchen. Und wenn ich dann mit meiner Verteilung zufrieden bin, schalte ich mich wieder dazu. Oder lila? Nee, das sieht blöde aus. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Rosa. Ach ja. Nee, das ist ohne die richtige Farbe, oder? Ach nee, das passt ohne so richtig. Das gefällt mir ohne. Nee, das passt mir auch nicht in Kram. Bin heute irgendwie nicht so zufrieden mit mir und meiner Welt. Wo hatte ich denn, wenn die doch passen von da? Himmel, Himmel. Himmel, Himmel, Himmel. Was machen wir denn hier? Damit ihr euch jetzt hier nicht mit mir so langweilen müsst und für was ich mich dann nur letztendlich entscheide, schalte ich euch gleich wieder mit dazu. So, jetzt hat man kaum sichtbar, aber es gefällt mir jetzt schon ein bisschen besser. Das jetzt das Optimum ist, weiß ich nicht, aber so geht es erstmal schon. Mich für Pailletten entschieden und zwar für diese Farbe. Kann man das ein bisschen erkennen? Was ist denn das hier wieder für ein Licht eigentlich? Für diese Farbe. Und die habe ich mal vom Kick mitgenommen. Ja, jetzt werde ich die vereinzelt noch festkleben und dann war es das für mich eigentlich schon, weil ich denke mir, das Muster ist aufregend genug. Nicht? Ja, das werde ich jetzt tun. Werden wir hier mein Leimchen schnappen. Ich arbeite wieder mit dem Tacky Glue vom Action, den ich mir umgefüllt habe. Oh mein Gott. Und dann klebe ich das Gefumsel mal hier fest. Ja, jetzt weiß ich gar nicht so richtig mehr, was ich erzählen soll, weil man muss ja auch Nieschen. Also ich zumindest, Madame chaotisch konzentrieren, damit man. Ach nee, das ist eine versaute Peide. Wenn der Leim getrocknet ist, ist er zwar transparent. Also der trocknet zwar transparent, aber nee, das sieht man trotzdem dann. So, schnappen wir uns nochmal eine neue Paillette und legen die vielleicht mal richtig rum rein. Das wäre ja total der Knaller, wenn ich das schaffen sollte. Zack, reinditschen in den Leim. Und das mache ich noch mit den oberen. Und dann werde ich mich noch von euch verabschieden. So, festgeklebt. Darum ich mich extra nochmal verabschiedet habe vor euch vor kurzem Moment, weil ich Trottel kenne mich. Ich komme hier dran und schmeiße dann alle Steinchen runter. Jetzt kleben sie fest. Ja, also. Das ist die meine Seite. Diesmal ist aufregend genug durch das Hintergrundpapier, würde ich sagen. Und ja, Ende Gelände, würde ich meinen. Ihr wisst, der ist ja nicht immer so lang, aber jeder Tauschpartner von mir bekommt einfach diese Widmung. Und ja, deswegen tue ich dies. Also, meine Lieben.
Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Start in die Woche oder ins Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschüss.